So, und da sind wir wieder, direkt im Kampf. Hier, zwei große Drachen. Und da oben, irgendwo, wo auch immer, guckt dieser feiche Architekt zu. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die hier endlich mal kaputt machen. So, da haben wir den verhext. Hex, Hex. Warte mal, ich könnte ja mal hier... Wo habe ich sie denn? Diese... Ausdauerdinger. Und du kannst ja hier auch... Ach, das hat er schon. Okay, dann mach mal. Nicht rülpsen. Der kann gerade nicht. Wieso kannst du nicht? Ach, die sind alle betäubt. Ach. Zum Glück haben die das jetzt gerade nicht ausgenutzt, diese blöden Drachen. Oh, sorry, Oberyn. Shit. Ach, der hat jetzt wieder irgendwas gemacht. Ich kann doch hier auch irgendwas. Oh, das dauert eine Weile. Das ist okay. Na, das passt schon so. Ah, die haben wir jetzt bald. Oh, das ist ein cooles Bild. Ach, jetzt schon wieder. Menschenskinder. Wer betäubt mich denn da immer? Das gibt's doch nicht. Hier, Miststücke. So, Nummer 1. Kannst du vergessen, du kommst nicht weit. Puh. War eine ganz schön harte Nummer. Ja, ob wir die irgendwie retten können vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Den kriegen wir schon noch, das Sackgesicht. No. Why is she with that monster? We must get to her. Die holen wir uns schon noch, keine Angst. They're Darkspawn. They'll head underground to the deep roads. They always do. The home of the Children of Stone. Yes. They say wardens can sense Darkspawn even deep beneath the ground. I would join the Grey Wardens. Give me the ability to hunt down these monsters in the deep. Ja, das könnte dich aber umbringen, ne? At the very least, it's hard to get the taste out of your mouth for a few hours. I am not afraid of death. I will pledge my service to you in exchange for the powers your order can grant. What say you? Natürlich will ich dich in der Gruppe haben. Ah, Sirenas. Shall we go then? I've had enough of this place. Ja, jetzt hier. Okay, ich meine, wir haben eine neue Verbündete. Das Blöde ist bloß, ich habe immer noch nicht meine Ausrüstung. Und ich meine, beim letzten Mal durchspielen hatte ich das genauso wenig. Kann ich mich nicht mehr so wirklich dran erinnern, aber ich hab echt das Gefühl gehabt, irgendwie wurde ich beklaut. Ah, okay. Ah, das ist ganz cool. On it. Oh, cool. Boah, das sind die gut. Na, E-Schaden brauche ich gerade nicht. So, aus welcher Richtung? Ja, nee, ich gucke in die richtige Richtung. Okay. Ja,
Ja, ich glaube, also ich hoffe mal, das geht. Dann komme ich hier nämlich nochmal mit dem Nathaniel her. Und mach diese eine Kiste auf. Aber ne, da geht's raus. Guck ich mal. Ah, hier sind die verschwunden. Aha, okay. Wir waren quasi eigentlich nur ein paar Sekunden zu spät. So, was hat denn das Spiel jetzt hier schon wieder für ein Kasper? Hör's rückeln auf. Hä? Das ist jetzt aber ein anderer. Unfortunate. No, it is lost to us now. There is no point in returning, Uther. Your former comrades are impressive. They will be difficult to convince. Ist das vielleicht eine von der Legion? No, Uther. I will fulfill my promise to you. All is not lost yet. Come. We must prepare for battle. Ja, welche Battle meint er damit? Ja, ich muss erstmal hier hin. Ich brauche den Nathaniel. Und war das jetzt der gleiche, der uns gefangen hat? Weil der hatte ja eigentlich noch eine Maske über dem Gesicht. Ach, Fragen über Fragen. So, was hast du? You're back. You need anything? Oh ja. This will help a great deal. Wade, the commander found a silverite deposit. Amaranthine abounds with mineral wealth. Master Wade has more than he needs to equip all of your men suitably. Thank you so much for finding all this dreary metal. Haran, you must be happy. Ecstatic. Now, now, no more time to waste. Okay, das... Ja, alles klar. Da, was war das? Das da, ein Diamant? Müssen wir doch jetzt eigentlich alles haben. Ich rede mal mit dem. Yes, Commander? Ah, ein Drachenknochenschwert, alles yes, klar. Yes, we can begin. So momentous. Where to begin? What type of blade would you like? Oh, ein Zweihandschwert. Das ist von Ogryn. The blade, its balance. Your thoughts? Pure Kraft. Certainly, Commander. And for the forging itself, I have Fomori enchanted materials aplenty, and the bone is very receptive. Aha. So scharf. Eher verteidigend. Effortless to swing. Ja, na, nehmen wir das dritte. Now, let me commence. Ogryn, der alte Schwertschwinger. Look at it. It's my finest work. Use it well. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt, ob das Ding irgendwas taugt. So, da, oh ja, das müssen wir noch machen. Oh, nach Amaranthine. Okay, bevor wir hier dann irgendwie weitergehen, gehen wir nochmal schnell zurück nach Amaranthine. Weil am Ende schaffen wir es nicht mehr. Alter Verwalter, gebt euch das Ding. Hoho. Cool. Zack. Boah, ist das ein geiles Teil. So, was hast denn du hier noch? The lads are hard at work. You'll have your explosives. The lads are hard at work. You'll have your explosives. Warum hat denn der so ein komisches Ding noch über dem Kopf? Ja, warte mal, okay. Dann nochmal schnell nach Amaranthine. Diese eine Nebenquest abgeben. Ach, was ist denn das hier jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Anderon Atishan Travelers. Do not be startled. We only wish to be about our way. Maren? Valana? Well, well, this is certainly a surprise. You traveling with... Humans, yes. Believe me, the irony does not escape me, clanmate. We are no longer your clan, Valana. Ähm.
Warte mal, wurde dein Clan nicht hier in den Wending Woods getötet? They were my closest friends, but not all of my clan. Valana was exiled. She does not have a clan. Mhm. We stop. I do not wish to speak of this. Meryn, the others who left with me, they are dead. And Serani is gone, taken by the Darkspawn. Ja, die finden wir schon. Thank you, whoever you are. You have my gratitude. Ilshae warned her not to go with you, Valana. You see what you brought on her? Then tell Ilshae that she was right. Oh, I can see her smug. Ilshae has passed on. You know nothing but hatred. The clan is better off without your poison. Oh, das ist aber ganz schön böse, ey. Ja, die verteidige ich jetzt mal. A human is willing to defend you? This speaks volumes, Valana. Ah, we've lingered too long. Andrul, guide your path, Valana. Do not make a fuss over me. Let us be on our way. Okay, die mag schon mal nicht über ihre Gefühle sprechen, aber sie findet es gut, dass wir sie hier verteidigt haben. Aha. Das kenne ich noch gar nicht. Ich weiß nur, dass wir beide eine ziemlich hässliche Mütze aufhaben. Aber gut, wir müssen diese eine Frau finden. Moment, falsch. Zack, 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 zack. Nein, ist das hier? Das da. Mach mal aktiv. Wo muss ich hin? Super, das wäre ja echt zu schön, wenn mir das Ding einfach sagen würde, wo ich hin muss. Na. So, dann... Wo könnte die denn sein? Ist das eine Arme? Ist das eine Reiche? So ein kleiner Hinweis wäre schon was Feines gewesen. Dann gehen wir halt mal da oben rein. Vielleicht ist er ja hier auch in der Wirtschaft. Oder steht hier einfach so außenrum? Bist du das vielleicht? Nee, du hast keinen Namen. Du stehst nur. Whoa, she's talking to me. Voluntarily. Check the sky for flying pigs. Forget it. I'm sorry. I couldn't help myself. Humans and their irrepressible urges. Das war jetzt gemein anders. Ach Mensch, dann laufe ich halt doch hoch. Ich wollte faul sein. Let's get started. So, da nicht, da nicht, da nicht. Die Mutter. Da war die Aura ja versteckt. Auch so ein doofer Name. Zack, da nicht. Ja, dann. Ja, wie gesagt, ein kleiner Hinweis wäre nett gewesen. This should be easy enough. Das ist ein wenig die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Sorcha. Da nicht, da nicht, da nicht. Ich meine, stell euch mal vor, ihr macht das im echten Leben. Da habt ihr jetzt nicht einfach so eine Tab-Taste, die ihr dauernd drücken könnt. Hier, da, gefunden. Ey, du. Bran, I don't know this person. Is there something you want? My companion is not comfortable around strangers. Ich frage erst einmal, bevor ich hier irgendwelche Anschuldigungen mache. Something has happened, hasn't it? I, sweetheart,
Could you give us a moment alone? Ich hätte sie doch anschuldigen können. Is Keenan dead? Ja, wir haben ja gesehen. Also das letzte ist schon mal blöd. Der lag ja dann doch ziemlich tot da und hat geblutet wie die Sau. He said that, did he? His wedding ring. Thank you for bringing this back to me. Keenan always said he joined the Wardens to give me a better life. Was it really better for me to be alone in a strange country, wondering if we'd ever have a family? Hier, um die dunkle Brut zu bekämpfen, müssen wir Opfer bringen. Sacrifice willingly. He never asked me if I felt the same. Love can only take you so far. Okay. Ja, traurig. Und ich habe immer noch keinen dabei, der knacken kann. Ach, verflixt. Ja, ich glaube, ich werde die Velana wirklich gegen den Nathaniel wieder austauschen. Ist zwar ganz witzig mit drei Magiern, aber... ich meine... So mächtig ist die jetzt auch nicht. Und diese komischen Keeper-Skills, die sind zwar ganz nett, wenn man sie mal einsetzt. Also gegen die Drachen waren sie in Teilen hilfreich. Aber es geht halt nur im Nahkampf. Und die kann sich dann nicht bewegen. Also das ist schon ein ziemlicher Nachteil. Und für gutes Aussehen haben wir natürlich unseren Held. Da brauchen wir die Velana nicht. So, okay, aber wir machen sie erstmal zum Grauen Wächter, damit die Quest auch abgeschlossen ist. Have I ever told you that I find tattoos on women incredibly attractive? Ja, das haben wir jetzt schon zweimal gehört. Are you at all curious about my exile? Wenn ich ja sage, wirst du dann böse? You have to be some kind of shrill harpy. Genau. Ja, erzähl doch einfach. Humans near where you met me were trying to drive my clan away. For a while, we resisted. Then they tried to burn us out. They would have destroyed the entire forest just to keep us from their farms. The others were afraid. Keeper Ilshe said that if I wanted to fight the Shemlin, I would fight them alone. Ja, ist es wirklich so viel Ärger wert? The Shems give us land one day and take it back the next. By their rules we would wander forever. They had run us ragged. It was time to stand and fight. Thus I called Ilshe a coward and I turned away from the clan. Und was ist mit deiner Schwester? Serani only followed me in the hopes of changing my mind. A few others wanted what I wanted and left with us. They are dead now. Ja, boah, auch eine späte Entschuldigung ist besser als keine. Do you think so? Perhaps when this is over, I can find the clan again. Come, there is no point in dwelling on the past when there is work to be done. Sehr gut. So, dann haben wir nur noch, ja, das da, das da. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, den müssen wir dann erst noch so ein bisschen aufpäppeln, dass der, wie jetzt gerade die Velana, einfach das Labern anfängt. Ach, den einen konnte man noch nicht überreden. Ja, Moment. Ne, bevor ich dahin gehe, das will ich jetzt noch nicht machen. Ich habe jetzt hier... Moment, ich habe einen Plan. Ich will jetzt was tun. Ja, komm schon. Have you ever thought of returning to Orzammar? Not sure I can. Technically. Aber das ist mir jetzt egal. Sorry. Ich muss da nochmal schnell zurück. Vielleicht kann ich nochmal mit dem Kunari reden. Und den überzeugen. Weil die Option... die Option, die hatte ich ja. Aber ich habe mich dann für was anderes entschieden. Aber in der Hoffnung, dass die halt dann einfach da bleibt. Ich wollte ja nur mehr Informationen haben. Und dann ging es aber nicht mehr, dass ich den überrede. Also vielleicht habe ich nochmal die Möglichkeit.
Und ich will natürlich diese eine verflixte Kiste knacken. Ich will mein Zeug wieder haben. Das war teuer. Naja, ich hab's gefunden, aber... Es hat Zeit gekostet, so. Zeit ist Geld, heißt's immer. Und ich habe noch zwei Level-Ups hier für meine... zwei Homies. Aber jetzt erstmal laufen, laufen. Ah, eine Abkürzung wäre schön gewesen. Und ich bin ja von hier zumindest direkt rausgekommen. Aber es ist wie in Orsama. Man kommt relativ... Nehmen wir mal in Orsama. Da kommt man direkt nach Orsama rein. Aber wenn man raus will, muss man erst noch durch die... durch diesen Vorort da laufen. So ähnlich ist das jetzt hier scheinbar. So, und da war, glaube ich, war da hier nicht auch noch... Ich wollte nämlich hier ursprünglich eigentlich mal zu einer Kiste. Ich hatte nämlich hier noch eine Kiste gesehen, wo man dann der hier einfach eingeschläfert wurde. Ach nö, komm schon. Echt jetzt? Ich komme jetzt nicht mehr rein. Ach, scheiße. Ach Mensch, Leute, das ist scheiße. Da gibt's auch keinen anderen Weg oder so. Ach nö, ey, das finde ich jetzt doof. So mein ganzes Zeug weg. Verflixter Kackmist. Ja, das Blut, das kann mich jetzt irgendwie auch nicht beruhigen. So ein Scheiß. Das ist gemein, dummes Spiel. Ja gut, dann werde ich jetzt mal nach Amaranthine gehen nochmal. Um mir irgendwas zu kaufen. Menno. Also ich glaube echt auch beim letzten Mal wurde ich genauso beschissen. Mit meinem Schurken. So ein verflixter Mist. Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen jammern. Ich mache jetzt den Nathaniel nach. Ist alles traurig und bäh und pfui und Igitt und alle sind gegen mich. Fast alle zumindest. Bis auf die 4-5 Leute meiner Gruppe. Also, dann sind wir wieder hier. Gehen wir mal schnell shoppen. Oh, jetzt wünschte ich mir echt, ich hätte dieses Haste ausgeskillt beim Anders. Mensch, warum habe ich das nur vergessen? Da könnte man so viel schneller laufen. Also gut, ich hoffe mal, du hast was Hübsches. Nur, der ist schon mal nicht schlecht. Kostet auch ein Schweinegeld, dafür soll er auch gut sein. Und Feuerschaden. Der ist zusätzlich noch 27. Mana-Regeneration. Oh, das ist cool. Kälteschaden. 6, 6. Nee, warte mal. Das war der Feuerschaden. Also wenn dann eher der hier. Oder eben... Der hier, plus 20 Spellpower, das ist puh. Hm, 6 Willenskraft, 6 Spellpower, 10 Feuerschaden. Ach, was soll's, ich hab's doch. Oh, das, okay. Das benutzt keiner von uns. Ja, das könnte ich dem Justice geben, aber ich glaube, das bringt es eh nicht. So, was habe ich jetzt hier noch? Plus 1. Cold Resistance. Naja gut, die Rüstung, die ich jetzt da anhabe, ist gar nicht mal so schlecht.
Weil sie hat Rüstung. Hm. Diese komischen Ruben, die machen ja plus plus irgendwas. Außer halt plus Rüstung. Das machen sie nicht. So, vielleicht wenigstens eine hübsche Mütze noch. Na, gibt's irgendwie nichts Gescheites. Außer das hier, Mana-Regeneration. Dann nehme ich das. Okay, so, dann hier. Bam. Ja, schaut wenigstens ganz witzig aus. Nein, ist genauso hässlich. Shit. Schade. Oder blöd natürlich. Mann, ich mit meinen Flüchen hier. Was hast denn du für eine Mütze? Es kann doch nicht sein, dass unser Held hier so hässlich rumläuft. Wobei, der hat es aber nötig, ne? Warte mal, das... Nee, mach mal so, mach mal so. Du. Mal kurz gucken. Okay, dann marschiere ich nochmal schnell zurück jetzt in Vigil's Keep. Da mache ich dann den Cut. Und dann gucken wir dann beim nächsten Mal, was denn da so für ein Aufstand war vom Seneschal. Warum da so viele Leute rumstanden. Mensch, ey, das geht mir so auf den Keks, dass jetzt mein Zeug weg ist. Echt. Was für ein Kack. So, da sind wir. Alles klar. Also, Leute, ich mache jetzt hier Schluss. Sir Dwarf, that you are a frightening force on the battlefield. Na gut, den lasse ich noch rausquatschen. It's a joke. I only let loose that time because I was surprised. No, it was a compliment. I don't get many of those. I don't see why. Your skills are okay. Yes. I think I do see why. Alles klar. Also gut, ich mache jetzt Schluss und sage Tschüss.